Ich kann mir gut vorstellen, so, oh, ich bin dein Bruder und so. Oder er ist so eine. Mehr dazu gleich. Guess it's just us. What did you expect? Even soldiers know not to go near the foul sea. You become a pulseless sea, and you're finished. What do you mean, finished? Haven't you heard, Miss... Vanille. Huh? My name. And yours? Hope. Thank you. What were we thinking? Well, since we're here, let's look around. Oh, check this out. Hey. Vanille, where are you? Well? That's, So, ihr zwei Süßen, was habt ihr so drauf? Also mein Gedankengang ist, dass er so ein eine Waffe ist so. Okay, Boomerang und sie, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. B und W, Leben und Überleben. Was ist das jetzt? Okay, back to exploring. Sie ist der Anführer, okay? Dann checken wir mal die Ausrüstung. Eine Fesselrute, aha. Nicht die Karte, Inventar. Waffen, okay. Komponenten, okay. Wichtige Gegenstände. Geburtstagsgeschenke, überlebt den Zug. Aha, okay. Okay. Oh. Wer hat's erwartet? Geschäfte, dann schauen wir doch mal. Hier. Der neue. Ein Eisenreif. Ne. Und hier gibt es auch nichts Neues. Dann lassen wir das. So. Ihr wollt jetzt die Treppe hochgehen, also gehen wir jetzt die Treppe hoch. Jetzt werden wir wieder angegriffen. Dann wehren wir uns doch. Bam. Dann drücken wir nochmal X und X und X. Eine sehr merkwürdige Waffe, was die Vanille da besitzt. Ich meine, es ist in Ordnung. Ich möchte mehr kämpfen, das heißt da drüben. Oh, auch neue Gegner. Machen wir dich mal platt.
Schauen wir doch mal. Texobot. Okay. Wildleder. Da frage ich mich auch mal, wo kommt dieses Zeugs immer her? Was sie droppen. Okay, 4 Heiltränke. Dann gehen wir mal geradeaus hier. Es sind nämlich noch ein paar Viecher. Nehmen wir noch mit. Sehr lustig. Den Boomerang halte ich ja noch wirklich für eine verdammt sinnvolle Waffe, aber hier komische Route. So, was haben wir hier? Nichts, 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 nichts. Ah, Kamera. Okay, dann gehen wir wieder nach unten. Dann biegen wir links ab. Oh. Wachsamkeit und Repräsentativschlag. Ah, okay. Okay, okay, okay. Wenn er nicht weiß, dass ich komme. Wurde doch alarmiert. Hm. Schade. Ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwas aushalten, die Scheißviecher. Ding möchte ich haben. Ein Eisenreif. Cool. Direkt ausrüsten. Ah, Ausrüstung. Anlegen. Also es war ein Eisenreif der Stufe 1. Uah. Ah, guck mal hier. So, ich möchte mal einen Blick in Fertigkeiten reinschauen. Wow, angreifen. Sehr kampfgewandt, die Frau. Okay, mit den kleinen Gegnern ist nach wie vor einfach nur durchschnetzeln. Es ist egal, mit welchem Charakter man jetzt gerade unterwegs ist. Haben wir hier irgendwas? Nö. Wir haben auch nichts. Dann geht's hier weiter. Aren't you scared? Not so much. You really don't get it. Pulse Falsi and Lissy are bad news. That's why Cocoon kicked them out. Live too close to the Falsi, one-way ticket to Pulse. That's the purge in a nutshell. If they catch us here, they'll purge us too, and then... What's your problem? What's my... Pulse is hell on Earth. We'll be okay. Calm down. Get off me. Sarah? Huh? Can you hear me? Where are you? Huh?
Don't worry, Sarah. Your hero is on his way. So. Wonder what that's for. Ziel erkannt. Und, wow, ich kann speichern. Dann nutzen wir das auch direkt. Nein, kein neuer Spielstand. So, einmal drehen. Dreh dich bitte. Dreh dich bitte. Genau. So, wir möchten einmal gucken, was hier... Oh, wenn das nicht ein Endgegner ist. Das erinnert mich irgendwie alles hier so an Final Fantasy X. Auch diese Musik, wenn man hier in den Tempeln ist. Ja, mit den ganzen Schieberätseln, mit den Sphären waren das. Auf jeden Fall diese komischen Kugeln. Und der da hinten erinnert mich an Seymour. Okay, hier kann man nichts machen. Okay, jetzt müssen wir erstmal zu diesem grünen Teil. Und es wäre ja zu einfach, wenn jetzt hier nicht irgendwie noch ein Kampf stattfinden würde, oder? Einmal drehen. Was haben wir hier in diese Richtung? Oh Gott. Nichts. Okay, gehen wir auch weiter. Komm. Da sind Hunde. Wie war das, wenn die mich noch nicht entdeckt haben? Klappt das überhaupt, während er mich da... Ja. Also theoretisch könnte das jetzt ein härterer Kampf werden, oder? Denn... Er muss diesmal alleine gegen zwei Hunde kämpfen. Ja, wir haben noch eine Granate. Mach die platt. Warum wurde hier für den Kampf Minute 21 angesagt? Das, bevor ich zu diesem Ding gehe, einen Blick hier rüber. Da sehe ich nichts. Die Steuerung geht mir so auf den... Da sehe ich auch nichts. Okay. Aktivieren wir mal das schöne Teil. Just hold on, Sarah. Okay, was für Scheiße ist das jetzt? Still won't budge? I think the door's winning. Why didn't I listen? Beg your pardon? It was me. This is my fault. Beg your pardon. Cover your ears. Huh? Oh, blast charge? Oh, wait, hold on. All right, hold up. All right, go for it! Make it happen! I'm so sorry. Please let me in. Please? You.
Subsidian. Sind Hilfsmittel, die auf offenen Gelände genutzt werden können. Okay. Ah. Ah, cool. Den Blender werde ich dann gleich mal testen. Speichern. Bitte warten. Ja, während die mich ansehen, hilft es doch sowieso nichts, oder? Ah. Faszinierend. Wirklich faszinierend. Das heißt, ich habe dieses System, dieses Anschleichens anscheinend nicht verstanden. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Blender unsichtbar macht. Mal 1,2. Wow. Aber ey, ich habe den Blender zurückbekommen. Und weiter geht's. Links sind Gegner, rechts sind Gegner. Und ganz viele Gegner. Ja komm, die machen wir jetzt gerade so. Na komm. Dann. Ich meine, wir werden eh beide Truppen machen. Das ist, dann ist es auch egal. Das ist eine sehr merkwürdige Gegnerkategorie. Ich weiß nicht, wozu diese dient. Ah, wahrscheinlich nur einfach zum Aushalten. Ja, 24 Sekunden ist ja nichts. Oh, da ist noch ein Digger. Der Digger da gleich, der wird ja gleich eine Phönixfeder halten. Okay, der Digger da wird gleich mit der Phönixfeder angegriffen. Ja, von der Phönix mit dem Blender. Während die Kleintiere hier. Gut, so viel dazu. So, dann einmal O1 gedrückt. Blender aktiviert. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Hey. Sehr gut anscheinend. So, dass wir so gut wie direkt einen Schockzustand versetzen konnten. Das ist geil. Komm, ihr macht es. Na komm.
so. Wenn sie stirbt, ist das Spiel vorbei. Kampf neu beginnen. Ja, neuer Versuch. Okay, ich habe das erste Mal verloren. Ja, jetzt mit allen möglichen Mitteln. Na komm, Leute. Ah. Trotzdem 5 Sterne. Ja, was ist trotzdem? Ich meine, das war jetzt ja ein Massaker. Ist kein Problem. Machen wir jetzt alle platt. Ah, sogar alle drei, die auf der Tumba rum waren. Was irrelevant ist. Denn dann leiten so einen Umschlag hat er mal platt gemacht. Fertig. Und das X gesperrt. Hört nicht auf. Mal schauen. Was haben wir hier drüben? Nichts. Wie Sie jetzt sehen, sehen Sie nichts. Ja, sowas mag ich. So. Was hast du ein schönes für mich? Gladius. Gladius, hört sich doch gut an. Ausrüstung. Das klingt doch nach einer Waffe für dich. Nein? Auch kein Gladius. Ach, reisen wir mal weiter. Okay, ich soll euch beide jetzt gleichzeitig besiegen und habe nichts. Okay, bekommen wir hin. Zuerst auf den Kleinen, komm. Zuerst der kleine Werk, der nervt genug. Sehr gut. Angreifen. Heiltrank und Angriff. Ja, man muss einfach da irgendwann auswendig, glaube ich, lernen. So oft drückt man nach unten, so oft drückt man nach oben. Okay, ich habe jetzt schon drüber nachgedacht, den Halt zu schmeißen. Wieder 5 Sterne. Ja, okay. Okay. Hm. So, da vorne passiert jetzt irgendwas. Das ist wieder ein Event. If those things are still around, might be some soldiers trapped in here too. Except they'd probably be Lassie by now. Huh? Not even human anymore. Just pulseless-y. Enemy's a cocoon. Can't show him any mercy. There's the next one. Hm. So, natürlich erstmal in die falsche Richtung rennen. Genau deshalb, weil hier noch so ein Teil ist. Bababam. Kannst du mal in die andere Richtung gucken? Dann kann ich mir nämlich hier Schritte sparen.
Ah, geht nicht. Okay, wir müssen doch. Zwei Heiltränke. Nett von dir. Okay, dann biegen wir jetzt erstmal nach links ab. Bäum. Ach, Mann, ey. Manchmal wird einem schlecht bei der Steuerung. Hier ist nichts. Auf der anderen Seite wird dann auch nichts sein, oder? Nee. Nee. Kann man hier lang? Nö. Ach, manchmal ist es echt schlimm hier, die Steuerung. Ich meine, sorry, das kann nicht sein, dass jetzt einfach nur, wollte schon sagen, hier ein paar Gegner müssen noch sein. Na komm, wirf die Granate. Bam. Oh, noch eine Granate. Komm, komm, gib sie mir. Bam. Wird es stärker, kann das sein? No problem. Gut. Ja, komm. Direkt benutzen. Ah, komm. Aktivieren. Hang on, baby. Your hero's on the way. Zwei werden echt Probleme darin haben. He is here. Calling himself a hero. He's coming our way. What should I do? Tell him what you need to. But nothing I say will change what happened. We could just run away. Okay, da drüben sind wieder so kleine Viecher. Hier drüben kann ich springen. Gehe ich erstmal geradeaus, würde ich sagen. Wird echt stärker, die Teile. Na, ich nehme es zurück. Well, that wasn't scary. Noch mehr Leder. Ist das ein Taubengut oder wozu dient das? Okay, wir werden angegriffen. Dann zeigt man, was ihr könnt. Pentaron A. Ja, schneller Kampf. So, ich könnte jetzt da lang gehen. Was will ich aber noch nicht? Könnte da lang. Ich gehe jetzt erstmal hier lang.
erstmal hier die ganzen kleinen Teile ausschalten. Was? Nur 4 Sterne? Ich bin ein bisschen geschockt. So, was haben wir hier? Vitalisator. Ah, das ist halb eben. Ja, ich wollte mal die Ausrüstung gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von euch einen Gladius benötigt, aber... Wenn ich nicht nachschaue, bin ich doch selbst schuld. So. Hier ist soweit nichts. Zielort ist da, wenn ich da durchgehe. Okay, ja, ich werde den ganzen Raum jetzt hier clearen. Was soll der Mist denn? Einmal aufmachen, bitte. 30 Kilo. Hier bin das der richtige Weg ist. Nö. Ja, ich möchte jetzt einmal hier noch so viel killen wie möglich. Und dann. Warum soll ich die jetzt nicht umbringen? Das bringt doch. Bringt doch Gegenstände ein und ich weiß nicht, ob es hier Erfahrungspunkte gibt, also ganz klassisch. Habe ich jetzt noch nicht so ganz gerafft. Das Gefühl ist, dass manchmal hier gerade bei diesen kleinen Viechern die ganze Ladesequenz und die ganze Aufhebsequenz oder Luftsequenz wesentlich länger dauert als der Kampf an für sich selbst. So, jetzt machen wir noch gerade diese zwei Viecher hier platt, die wir leider auch schon gesehen haben, also kein Präventiv. Aber kein Thema, das kriegen wir auch so hin. Attacke! X. So, dann komme ich jetzt zu euch. Ah, nein, ihr habt mich gesehen vorher. Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich? Und los, mach die platte Viecher. So, denn mehr als X drücken die ganze Zeit kann ich auch nicht. Ist okay, komm. Ich hab genug Punkte. Mit, vielleicht gab es noch ein bisschen Loot. Kann ich hier einfach rüberhüpfen irgendwo? Da. Dann folgen wir jetzt dem Weg da, wo wir lang sollen. Achso, wollte ich nicht speichern? Scheiß drauf, komm. Ist mir egal. Ja, ich wollte speichern.
Gut, dass ich noch zurückgelaufen bin. Überschreiben. So, los geht's. Wir haben keine Chance, warum das nicht? Ah, die treffen sich jetzt gleich, um gegen das große Vieh zu kämpfen. Na komm, kannst du jetzt endlich mal zuschlagen? Danke. Ein Dunkelzahn. Sie erinnert mich auch immer irgendwie an Riku. Riku war auch so eine Frohnatur. Man weiß gar nicht, dass viel gegen man kämpfen muss. Mal schauen, was jetzt passiert. What are they? See, the Sea, you failed. This is what happens when the Sea don't complete the focus the Foul Sea gave them. Huh? Jetzt bin ich mal gespannt. Let's even these odds. Ehrlich. Cool, okay. No problem.